Los geht's mit dem Wohnmobil durch die Schweiz. Dankeschön. Ach, Gänsehaut, Fernweh, Sehnsucht, die wunderschöne Schweiz. Und was für ein musikalisches Opening, live gesungen vom WDR-Rundfunkchor. Das gibt allem nochmal eine ganz neue Dimension. Wir machen uns heute gemeinsam auf eine wunderschöne Reise. Grüezi und herzlich willkommen zum wunderschönen Live-Konzert. Ich habe ja persönlich schon mehrfach in der Schweiz gedreht. Viele von Ihnen haben mich da ja auch schon begleitet. Es war immer wieder herrlich, in diesem Land unterwegs zu sein. Aber an die letzten beiden Reisen erinnere ich mich besonders gut. Das war einmal die Tour mit dem Wohnmobil von oben vom Motteratschgletscher runter durch Graubünden bis in die Innerschweiz an den Vierwaldstätter See. Und dann erinnere ich mich noch ganz gerne an eine Herzensreise von Hütte zu Hütte im Appenzeller Land. Das war auch ein ganz besonders schönes Wanderabenteuer. Und aus beiden Filmen werden wir heute Abend Filmausschnitte hier sehen, passend zur Chormusik des WDR-Rundfunkchors. Sie können sich also auf ein wunderschönes Gesamtkunstwerk freuen. Ich ganz persönlich bin aufs Innigste mit der Schweiz verbunden. Manche von Ihnen wissen es vielleicht, mein Mann ist Schweizer. Unsere beiden Kinder sind in der Schweiz geboren. Wir haben mehrere Jahre gemeinsam in der Schweiz gelebt, in Zürich. Und heute Abend sind Sie sogar hier, da freue ich mich natürlich ganz besonders. Das Schöne ist auch, wir haben hier einen waschechten Schweizer am Dirigentenpult. Nicola Fink ist der Chefdirigent des WDR-Rundfunkchors aus dem wunderschönen Bern. Nicola, wie wichtig ist denn das Singen in der Schweiz? Das Singen ist tatsächlich sehr wichtig in der Schweiz. Wir haben eine wirklich ungebrochene Tradition der Volksmusik. Es gibt mehr Leute, die in Chören singen, als Fußball spielen. Das kann man sich mal zum Beispiel nehmen. Du hast auch das musikalische Programm zusammengestellt. Wie viel Schweiz steckt denn da drin? Da steckt sehr viel Schweiz drin. Wir haben teilweise
Stücke von Schweizer Komponistinnen und Komponisten, aber auch Stücke über die Schweiz oder vielleicht der eine oder andere Textdichter hat ihn nicht mit der Schweiz etwas zu tun. Also es wird ein wunderschöner musikalischer Schweizabend und ich darf dich wieder zurückbitten an das Dirigentenpult. Vielen Dank. Wir legen nämlich jetzt los. Wir steigen ein. Wir reisen jetzt quer durch die Schweiz und zwar mit der Schweizer Bundesbahn, mit der SBB und auch mit dem ein oder anderen Gondeli und mit der Zahnradbahn. Das werden wir alles machen und zwar mit Stephen Harrop's A Charming Train Journey aus seinen Impressions of Switzerland. Der Komponist ist heute auch hier im Saal, hat extra für diesen Abend das jetzt komponiert mit Leckerli und Schoki und allem drum und dran. Also hören Sie mal ganz genau hin. Solistisch hören Sie den Tenor Leonard Reso. Viel Spaß und gute Reise. Die Wolken jetzt schon über die Berge, ha? Huh? Ich glaube, ich muss langsam los, ha? Huh? Kommt da Regen? Ja, sieht fast so aus, ha? Muss ich noch was sehen? Über dem Alpstein braut sich was zusammen. Und wir auf dem Höhenweg sind plötzlich mittendrin. Wir kehren um, das ist gefährlich jetzt.
Puh, ja, viele unterschätzen ja das Wetter in den Bergen. Das kann wirklich urplötzlich umschlagen. Deswegen, wenn Sie mal eine Wandertour gemacht haben oder einen Guide dabei haben, heißt es immer, egal wie schön das Wetter im Tal ist, nehmen Sie alles mit. Windzeug, Wärmeschutz, man weiß nie, wie es kommt. Und tatsächlich war diese Alpsteinwanderung eine der wildesten, die ich je erlebt habe. Ich bin ja schon mehrfach auch durch die Alpen gewandert. Da ist der eine oder andere von Ihnen ja auch schon im Geiste mitgewandert oder hat sich inspirieren lassen. Da haben wir auch wildes Wetter erlebt. Aber so einen Wetterumsturz wie im Alpsteingebirge hier, den hatte ich wirklich noch nie in dieser Art. Und das war wirklich relativ dramatisch. Aber dann das Gefühl, wenn man nach einem solchen Abenteuer, was man knapp überlebt hat, an der nächsten Hütte wieder ankommt, Schrittli für Schrittli sich das erkämpft hat, dann die nassen Sachen aus, dann an einen Tisch sitzen und irgendeinen Teller von etwas Warmem, Köstlichem vor sich haben. Man sagt ja nicht lecker in der Schweiz, man sagt köstlich. Und das haben wir eben schon gehört, Rösti oder Elbler-Makaroni oder Fondue oder irgendwas. Das sind dann die kleinen, großen Glücksmomente, die man in den Bergen und in der Schweiz durchaus haben kann. Um Extremwettersituationen geht es jetzt auch in unserem nächsten Stück, Le Vieux Chalet. Eine alte Berghütte wird von Naturgewalten zerstört und dann von einem Hirten wieder aufgebaut, sogar schöner als zuvor. Und der Schweizer Komponist Joseph Beauvais hat selbst über seine Komposition gesagt, es ist fast eine Lehre, diese kleine Geschichte, dass etwas Zerstörtes nachher zu Schönerem wieder neu aufgebaut werden kann. Wir hören es jetzt in der Originalsprache Französisch, Joseph Beauvais, Le Vieux Chalet. Thank you.
An dieser Stelle ist Wilhelm Tell vom Boot des unbarmherzigen Landvogt Gessler geflohen, mit dem er in der Hohlen Gasse jene berühmte, dramatische Begegnung hatte. Jetzt geht's um den Schweizer Nationalhelden. Also auf nach Küsnacht. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küsnacht. Hier vollende ich's. Es ist schon ein besonderes Gefühl, hier durch so eine sagenumwobene Gasse zu laufen. Und ich habe gehört, jedes Schweizer Schulkind muss hier mal durch. Wir erinnern uns, Wilhelm Tell will den habsburgerischen Landvogt nicht grüßen und muss zur Strafe seinem eigenen Sohn einen Apfel vom Kopf schießen. Trotzdem soll er eingekerkert werden. Tell flieht vom Schiff des Landvogts und tötet ihn später mit der Armbrust. Das ist der Auslöser für die Gründung der Eidgenossenschaft. Ja, das ist er, der Bundesbrief. Ein ganz zentrales Dokument in der Schweiz. Es ist das Gründungsdokument der alten Eidgenossenschaft aus dem Jahre 1291. Und wenn Sie mal die Gelegenheit haben, dann sollten Sie wirklich mal dahin gehen. Es ist nämlich tatsächlich in Schwyz um diesen Brief drumherum ein ganzes Museum gebaut worden, das Bundesbriefmuseum. Und da wird er dann auch sehr ehrfürchtig in einer Vitrine gezeigt, und das ist wirklich was Besonderes, den sich dort mal anzugucken. In diesem Museum erfährt man auch viel zur Sage von Wilhelm Tell und, kleine Ernüchterung, Wilhelm Tell hat wohl real nie wirklich gelebt. Und dennoch ist diese Sage natürlich legendär und auch dieser Ausspruch, durch diese hohle Gasse muss er kommen, von dem Drama von Schiller, was wir gerade auch schon gehört haben. Viele Künstler haben dieses Thema immer wieder aufgegriffen und Gioacchino Rossini widmete Wilhelm Tell sogar eine ganze Oper. Daraus hören wir jetzt die Ouvertüre in einem A Cappella-Arrangement, gesungen vom WDR-Rundfunkchor. La 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 la
Bellezza mia cara, ein Volkslied aus dem Tessin, wo man ja bekanntlich Italienisch spricht, auch eine wunderschöne Sprache. In der Schweiz spricht man ja 4 Landessprachen. 2 haben wir jetzt schon kennengelernt, also das Italienische und das Französische. Und jetzt können wir uns hier auf der Karte noch mal schön orientieren. Es gibt nämlich auch noch das Rätoromanische, was nur 1% der Menschen sprechen, ganz im Südosten des Landes. In einigen Tälern wird es noch gesprochen. Es klingt ganz besonders melodiös, finde ich, aber es können wirklich nur wenige Menschen. Die meisten Menschen in der Schweiz sprechen Schweizerdeutsch bzw. Schwyzerdütsch. Und da gibt es natürlich dann auch wiederum noch viele verschiedene Dialekte, unter anderem das schöne Berndeutsch unseres Dirigenten. Und es gibt die nette Geschichte, dass es oft so ist, dass Kinder, die in der Deutschschweiz Hochdeutsch in der Schule lernen, dann irgendwann ganz stolz nach Deutschland kommen und sagen, so, und jetzt wende ich das mal an und jetzt gucke ich mal, wie toll ich Hochdeutsch sprechen kann. Und dann wird da nett Konversation betrieben und dann heißt es dann irgendwann, jö, das klingt so sympathisch, euer Schweizer Dialekt. Oh, da hat man sich jahrelang in der Schule gemüht und dann merkt man, dieser Singsang, der bleibt vielleicht. Ich finde das hochgradig sympathisch. Ich finde auch diese verschiedenen Dialekte klingen sehr, sehr schön. Und weil wir jetzt einen Spezialisten hier haben mit Berndeutsch, Nick, möchten wir natürlich noch mal was hören auf dieser Sprache. Vielleicht möchtest du auf Berndeutsch eines der Gedichte schon mal sagen, was wir gleich hören werden. Sehr, sehr gerne. Das folgende Gedicht ist von Kurt Marti. Die Schöne von den wüsten Wörtern ist ein Brunnen in der Wüste von den schönen Wörtern. Ah, schön. Es gibt ja viele, die sagen, es ist der schönste Dialekt, das Berndeutsch. Was hat das jetzt auf Hochdeutsch geheißen? Genau. Also, es ist ein Gedicht über die Hoffnung. Die Schönheit der hässlichen Worte ist ein Brunnen in der Wüste der schönen Worte. Ach, das ist Poesie. Also auch schön, wenn man es dann doch auch versteht. Ja, genau. Du bist ja großer Kurt Marti-Fan. Wer ist das und was bedeutet er dir? Also Kurt Marti war ein Pfarrer in meiner Heimatstadt in Bern und er hat sich eben sehr mit dem Dialekt auch auseinandergesetzt, hat viele Gedichte in der Berner Umgangssprache geschrieben, viele Wortspielereien, das ist alles sehr lustig und manchmal auch tiefgründig, aber er hat eben auch die Themen seiner Zeit aufgegriffen, was man hier vielleicht in Deutschland nicht unbedingt als erstes gerade mit der Schweiz in Verbindung setzt, also die Fragen der Zerstörung der Natur, die sozialen Unruhen, die durchaus in der Schweiz gerade in den 80er Jahren da war, die thematisiert er auf eine Art und Weise, die mir sehr zusagt. Ja, jetzt hören wir ihn ja in der Vertonung von Heinz Holliger. Was charakterisiert diesen Komponisten? Heinz Holliger ist wirklich in der neuen Musik, diese Sprache beherrscht er wie wenige andere. Es ist eine Musik, die auf den ersten Augenblick vielleicht abschreckt, aber genau wie das Gedicht vorher gesagt hat, eben auch in der Hässlichkeit ist Schönheit zu finden. Und wenn man gut hinhört und vielleicht eine gewisse Offenheit mitbringt, merkt man plötzlich auch, wie schön diese Musik sein kann. Das werden wir jetzt hören. Vielleicht sagst du auf Berndeutsch dann direkt die beiden Lieder an und das Rätoromanische hinten dran auch. Sehr gerne. Also wir hören jetzt aus dem Zyklus Rosalowi das erste Stück Granium Merit und Hommage à Rabelais und im Anschluss ein Volkslied auf Rätoromanisch à la Notch. Dankeschön. Oh.
Ja, die unterschiedlichsten Erlebnisse in den Bergen. Und ich kann Ihnen sagen, auf 3000 Meter Höhe, umgeben von einem Kreis von 4000ern, in 41 Grad heißes, sprudelndes Wasser zu steigen, in einem Jacuzzi. Ich dachte, das gibt's gar nicht, aber das gibt es da tatsächlich. Man kann es sogar auch buchen. Also das ist ein Moment, den man so ganz sicher nicht vergisst und was sehr, sehr Besonderes. Wie auch generell die Erlebnisse, die man in den Bergen haben kann. Wir haben auch gerade eben diese schönen Lichtstimmungen gesehen. Dieses Gefühl, wenn man Schrittli sich vielleicht einen Gipfel erarbeitet hat und dann nach unten guckt und vielleicht das Wolkenmeer unter einem ist und der Alltag unter einem ist und alles von einem abfällt. Auch dieses Gefühl, in der Natur zu sein, die einen nicht beurteilt, die einen nicht kategorisiert, in den Landschaften unterwegs zu sein, diese Auf- und Untergänge der Sonne, diese verschiedenen Lichtstimmungen, die man in den Bergen haben kann, das ist einfach natürlich gerade auch in der Schweiz immer wieder wunderschön. Kein Wunder, dass auch der Dichter Rainer Maria Rilke von der Schweizer Landschaft verzaubert war. Er hat lange im Schweizer Exil gelebt. Genauso wie auch der Komponist Paul Hindemith einige Jahre später dann, während des Zweiten Weltkriegs. Die beiden haben sich wohl nie kennengelernt oder getroffen, denn Rilke ist 1926 bereits verstorben. Aber Hindemith hat später einige von Rilkes französischsprachigen Gedichten aus dem Gedichtzyklus Verger, zu Deutsch Obstgärten, vertont. Wer Französisch kann, der wird es jetzt verstehen. Es geht um eine Hirschkuh, einen Schwan, das Thema Vergänglichkeit, um Jahreszeiten und na klar, um einen Obstgarten. Viel Spaß mit Hindemiths Six Chansons. Thank you.
Prost. Ich bin die neue Nachbarin. Prost. Zum Wohl, zum Wohl. Zum Wohl, zum Wohl. Oh, das ist ja mal nett. Richtig schön aussieht. Oh, danke schön. Ist das nett, ha? Ja, das ist eben das Schöne. Erst kommt man allein und dann so nach und nach lernt man Menschen kennen und macht sich's nett zusammen. Schön. Und das ist eben der Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank? Ja. Ja, klar. Super. Immer kühl. Hm. Ah! Was hat er gesagt? 12 Grad? Nee. Das ist so abartig kalt. Flowers von Caroline Charrière, einer zeitgenössischen Schweizer Komponistin. Aber jetzt noch mal ganz kurz zurück zur positiven Wirkung des Kältereizes auf den Körper.
war es wirklich so kalt? Es war eiskalt. Ich bin fast schockgefroren. Es war wirklich unfassbar kalt. Ich glaube, es war weniger als 12 Grad. Aber es soll ja sehr gesund sein. Und dieser Ort ist wirklich ganz besonders. Es ist der höchstgelegene, ganzjährig bewohnbare Campingplatz Europas. Und man muss sich das so vorstellen, im Winter liegt da meterhoch Schnee und dann gibt es doch einige hartgesottene Outdoor-Freaks, die buddeln sich dann Löcher, stellen da ihr Zelt rein und graben sich dann 200 Meter weiter zum nächstgelegenen Badehäuschen und haben da gar kein Thema mit. Kann man wahrscheinlich gut trainieren für andere Extremsituationen. Alles möglich in der Schweiz. Wir machen jetzt nochmal weiter mit Rainer Maria Rilke. Der ist 1921 ins Rhonetal gezogen und hat sich dort in die Walliser Landschaft verguckt und entsprechend weitere französische Gedichte geschrieben. Les Quatre Valaisons gibt es jetzt im musikalischen Gewand des Schweizer Komponisten Cyril Schürch. Cyril Schürch, so rum. Oh,
Das sind hier die 4000er, fast. Piz Palü, 3,9. Hier, Bella Vista, 3,9. Piz Bernina, 4049 Meter. Was ein Panorama hier oben. Guten Morgen. Bettina? Ja, Tamina, hallo, freut Mensch, mich. Das ist, ich bin total geflasht. Wir wollen auf den Persgletscher, der sich früher weiter unten mit dem großen Mortaradsch-Gletscher vereinte, jedoch im Sommer 2015 so weit zurückgeschmolzen war, dass es die Verbindung zwischen beiden Gletscherzungen nicht mehr gibt. Früher konnte man im Sommer hier Skifahren. Jetzt ist das ganze Eis weg. Und unten hört man das Wasser so dröhnen, ne? Rauch drüben, den hört man immer noch. Ah, das ist unser Picknickplatz. Da bleiben wir. Das sieht gut aus. Wunderbar. Ach. Beste Aussicht. Das ist jetzt ein sehr guter Picknickplatz. Man freut sich auch über was Süßes manchmal, aber ich habe auch so ein herzhaftes so ein Brot. Du bist ja gut ausgerüstet. Ich hätte auch eins für dich. Möchtest du eins? Ja. Guck, mit Käse und Schinken. Oh, danke vielmals. Guck. Die Bergführer sind immer ein bisschen faul mit Essen machen. Ich weiß. Ja, aber sie nehmen es dann gerne. Ja, genau. Das kenne ich von zu Hause. Okay. Ja, ja. Brauchen wir nicht. Und dann, ja, wenn es rauskommt, genau. Guck. Du bist ja eine der wenigen Bergführerinnen. Ne? Die gibt es gar nicht ja so viele. In der Schweiz hat mich überrascht. Ja, es gibt jetzt knapp 40. 38. Von wie viel? Ja, etwa 1500 Männer. Du bist ja aber auch ein Vorbild. Vielleicht trauen sich mit dir auch Frauen mehr, wenn die mit dir unterwegs sind, oder? Also ich habe jetzt mit dir ein super Gefühl hier. Ich würde mit dir kämpfst du mit mir auf über alle. Ja, sehr gut. Nee, wirklich. Ist es vielleicht auch so, dass man da sich auch anders oder dass du da auch anders unterstützen kannst vielleicht oder Vorbild bist? Ich denke, es ist ein anderes Verhältnis in der Gruppe. Die Hemmschwelle ist viel tiefer, zum sagen, hey, ich traue mich nicht. Mhm. Und vielleicht ist das ein Vorurteil, aber ich habe das Gefühl, beim Mann hat man mehr das Gefühl, man muss ja, es muss ja gehen. Und bei mir sagt man es eigentlich viel früher. Mhm. So ist die Erfahrung ein bisschen. Ja. Und ich sage jetzt mal, unter Frauen ist vielleicht auch nicht so das Gefühl, dann die muss besser sein als die, sondern komm, wir probieren als Gruppe. Und das geht schon. Wenn ich Angst habe, sage ich es halt. Ja. Ich bin einfach so. Und die anderen richten sich dann schon, ja. Ja, die Bergführerin Bettina, die hat mir da oben wirklich vieles näher gebracht. Auch den Respekt vor der Natur. Und es hat mich tatsächlich überrascht, dass es doch erst so wenig Frauen gibt, die diesen tollen Job machen. Apropos Frauen, in Sachen Gleichberechtigung, da hinkte die Schweiz doch sehr lange hinterher. Man muss sich das mal vorstellen, 1971 gab es erst das Wahlrecht für Frauen. Das wurde eingeführt in einigen Kantonen und es hat dann noch immer 20 Jahre gedauert, bis auch überall das Wahlrecht eingeführt war, auch im Appenzellerland, das war nämlich das Letzte. Also im Vergleich Deutschland, da durften die Frauen immerhin schon 1918 wählen. Das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Aber kurz nochmal zurück zu der Bergwelt hier. Wir sind über dieses Eisfeld tatsächlich nachher noch mit diesen Schneeschuhen gewandert, mit den Eisschuhen, die so, so extra angefertigt sind, damit sie nicht wegrutschen. Das ist im Sommer gut möglich, weil dann ist der Gletscher frei. Es ist nur Eis und kein Schnee. Das heißt, man sieht jede Gletscherspalte und davon gibt es viele. Und das ist schon ein unglaubliches Gefühl, wenn man da runter guckt und da gurgelt und tost das Wasser entlang. Es knackt und kracht in diesem ewigen Eis. Und ich habe das wirklich erlebt als eine Situation, die faszinierend und erschütternd zugleich ist, weil du läufst über dieses ewige Eis und gleichzeitig schmilzt es unter deinen Füßen weg. Und wir haben da oben auch viel diskutiert und haben immer wieder das auch ganz stark erlebt, wie verletzlich unsere Erde doch ist und wie schützenswert sie ist. Das wird nirgends elementarer deutlich als auf einem Gletscher, der immer weniger wird. Und das hat mich doch sehr, sehr beeindruckt und mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten, dass unser Planet noch lange lebt. Ja. Mit der Umwelt, mit dem Klima, mit der Gesellschaft, mit dem Land setzen sich viele Künstler in der Schweiz auch sehr kritisch auseinander. Sie
halten immer wieder den Finger in die Wunde. Auch Kurt Marti, von dem wir ja eben auch schon gehört haben. Er hat viele gesellschaftskritische Gedichte geschrieben. Heinz Holliger hat sie vertont. Und wir hören jetzt aus der Motette Hölle Himmel Nummer 4, Mutter Unser, und Nummer 9, Existenzgrad 0. Solistisch noch einmal Leonard Reso Tenor und Benjamin Sattelecker, österreichisch, ha? Bariton. Alles klar. Thank you.
Die meisten Appenzeller sind sehr gläubige Menschen. Ave Maria. Wenn es Abend wird, ist es Zeit für den Alpsegen. Dann steht einer der Sennen auf einer Anhöhe nahe der Kirche und hebt an zum Gebet. Während der Alpsaison ertönt dieser Ruf auf vielen Alpen. Es ist die Bitte um gutes Gelingen für alles Tun auf der Alp und die Bitte um Schutz vor Unheil für Mensch und Tier. Wie ist es mit den Menschen hier? Sie sind ja schon sehr religiös, oder? Wie war das früher mit dem Eingebundensein hier in die Natur und in die... wenn du diese ganzen Sagen und Geschichten dir anschaust? Von den Sagen her natürlich, vom Weltbild her, der Elbe, denke ich mal, war, bevor die katholische Kirche da dann ganz großen Einfluss gehabt hat, schon sehr ein magisches Weltbild. Also man hat auch nicht von Himmel und Hölle geredet, sondern wenn man gestorben ist, zum Beispiel, dann gibt es viele Sagen, dass die Seele dann in den Gletscher runtergeht, in die Gletscherspalte runter. Und die Hebammen holen dann die Kinder auch wieder aus den Gletscherspalten raus. Also so ein ewiger Kreislauf. Aber alles im Hier und Jetzt. Ja, der Chor stellt sich neu auf. Und das magische Weltbild, diese ewigen Kreisläufe, denen kann man sich schon sehr, sehr nah fühlen, da oben in den Bergen. Auch diesen Traditionen und den Bräuchen. Also mir geht es oft so, wenn ich da unterwegs bin, dass ich so das Gefühl habe, es gibt sicherlich mehr zwischen Himmel und Erde als das, was wir da so sehen. Und mich erfasst dann manchmal auch so eine richtige Demut und auch eine Ehrfurcht vor der Schöpfung. Das kann man schon sehr intensiv erleben in den Bergen. Und dann gibt es ja auch diese vielen kleinen Kirchlein, Kirchli und Kapellchen, die man entdecken kann, teilweise an den unglaublichsten Orten, in Steilwände gebaut, an kleinen versteckten Anhöhen, irgendwo am See, Gottesdienste unter freiem Himmel. Es ist schon auf Schritt und Tritt möglich, so den Zwischentönen zu begegnen in diesem Land. Und gegen Ende des Programms wollen wir jetzt auch noch mal sakrale Töne anstimmen. Franck Martins Messe für Doppelchor, die lag wohl erst 40 Jahre lang in der Schublade. Er hat wohl gesagt, er wolle sie nicht den üblichen Kriterien der Beurteilung aussetzen, sondern, so seine berühmten Worte, diese Messe ist eine Sache zwischen Gott und mir. Zum Glück hat er sich irgendwann entschieden, die Messe aus der Schublade zu holen, sonst könnten wir sie jetzt nicht hören. Wir hören nämlich aus Franck Martins A Cappella-Messe jetzt für Doppelchor das Sanctus. Oh.
Es gibt nur einen Menschen auf Erden, mit dem ich zusammen sein möchte. Es ist eben ein Mensch auf Erde, des ich möchte bin ihm sie. So heißt es in einem der bekanntesten und beliebtesten Volkslieder der Schweiz, in dem Guckisberglied. Kurz zur Geschichte, es ist die tragische Liebesgeschichte zwischen dem Vreneli und dem Hans Jockeli, die nicht zueinander kommen können. Der Grund, das Vreneli ist reich, das Hans Jockeli ist arm. Hans Jockeli geht irgendwann in die Welt und das Vreneli nimmt sich aus Kummer darüber das Leben. Ihre Seele kommt ins Zauberreich, wo eine Mühle steht, die unablässig die Liebe zermahlt. Zum Glück bricht irgendwann das Mühlrad, der Fluch wird aufgehoben und die beiden vereinen sich im Jenseits am Ende dann doch wieder. Und es heißt dann am Ende auch ganz schön, wenn zwei voneinander scheiden, dann reichen sie sich die Hände. Das singt jetzt der Chor in der letzten Strophe, das Guckisberglied. Und Sie wissen jetzt, um was es geht und können mal schauen, ob Sie die Geschichte jetzt mitverfolgen können. Thank you.
Der WDR-Rundfunkchor unter der Leitung von Nicola Fink. Oh, es hat doch irgendwie doch was Tröstliches am Ende mit dem Vreneli und dem Hans Jockeli. Und wir finden jetzt Trost darin, dass es noch nicht ganz zu Ende ist, unser schönes Schweiz-Programm. Ein Lied haben wir noch für Sie. Le Pays, ein kleines Land umgeben von wunderschönen Bergen und Wäldern. Es ist ein Gedicht von Charles Ferdinand Ramu, vertont noch einmal von Stephen Harrop in seinen Impressions of Switzerland. Und damit sagen wir ciao, adieu und auf Wiederluege. Gehen Sie die Dinge Schrittli für Schrittli an. Da kann man wirklich lernen von den Schweizern. Und jetzt genießen Sie noch einmal die wunderschönen Impressionen und den wunderbaren Chorgesang des WDR-Rundfunkchors. Dankeschön.